Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur ersten Folge von meinem Kanal Vollgottsfunken. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde heute Kirby Space Program spielen und ich werde euch beibringen, wie man Raketen startet, Suborbitalflüge durchführt und am Ende dieses Videos werden wir in den Orbit fliegen. Also ich natürlich. Nicht lange fackeln, wir starten direkt mal. Wir werden einen neuen Spielstand anlegen, nämlich Kirby Space Program. Ganz und gar. Oh, da reicht der Platz nicht mehr. Kirby Space Program. Oh, da habe ich nicht gegangen. Ja, das ist die gar nicht so richtig aus. So, jetzt passt's. Wir werden das Spiel im Karrieremodus spielen. Das heißt, wir werden also Experimente durchführen, um neue Teile freizuschalten. Und Raketen werden Geld kosten und sowas. Was eigentlich ganz witzig ist. Wir werden jetzt eine Flagge aussuchen, die nämlich im Retro, weil Retro ist immer ganz schick. Eigentlich nehme ich die ESA-Flagge, aber für dieses Video mache ich meine Ausnahme. Ich werde die Schwierigkeitsoption ein bisschen anpassen. Die verschwundene Crew wird nicht respawnen. Das macht es für mich jeweils ein bisschen witziger, für die verschwundene Crew natürlich eher nicht. Ich glaube, sonst werden wir aber das lassen. Ich werde übrigens, falls ihr das Quicksaven kennt, das ist so, wenn man kann irgendwo eine Spielstadt abspeichern und dann an einem anderen Punkt wieder genau so laden, wie man ihn abgespeichert hat. Das werde ich nicht machen, weil es ein bisschen schwieriger wird. Ich werde es aber angeschaltet lassen, denn wenn irgend so ein Bug unser Schiff zerlegt, dann möchte ich es gerne nochmal versuchen, weil es natürlich scheiße, wenn du irgendwie 10.000 Millionen Kilometer geflogen bist. Und am Ende explodiert dein Schiff wegen irgendwelchen Bugs. Sonst haben wir aber, glaube ich, alles. Dann können wir einfach mal starten. Ja. Let us begin. Dauert jetzt ein bisschen, musste die ganzen Spieldateien anlegen und so. Naja. Und da wären wir in unserem Weltraumzentrum. Gene Kirby begrüßt uns. Der bringt uns direkt die Steuerung bei. Mit der rechten Maustaste können wir die Kamera schwenken. Und mit der mittleren Maustaste können wir, wenn wir die ziehen, können wir uns rumbewegen. Und da haben wir erstmal ein paar haufenweise Gebäude. Das Wichtigste ist wahrscheinlich die Fahrzeugfabrik, VAB nennt's, Vehicle Assembly Building oder so. Da werden wir Raketen bauen und wenn man die startet, dann geht die auf die Startrampe. Wir haben außerdem die Forschung und Entwicklung, da können wir dann Teile freischalten mit so einem Science-Baum. Da habe ich immer noch ein paar Mods drin, oder? Nee, perfekt. Hier sind einige, so ein Skilltree ist das, wo wir verschiedene Teile haben und neue freischalten können. Am Anfang haben wir nur diesen einen Knoten hier unten freigeschaltet, starten, wo einige sehr Scheißteile drin sind, wenn man das so sagen kann. Und wir werden Experimente durchführen und mit diesen Science Points, die wir dann hier oben angesagt bekommen, können wir dann nachher neue Sachen kosten, neue Knoten kaufen. Da haben wir den Astronautenkomplex, wo wir Astronauten ankaufen können. Wir haben erstmal am Anfang 4, Jebediah Kerman, Bill Kerman, Bob Kerman und Valentina Kerman. Die haben verschiedene Berufe. Jebediah ist Pilot und Valentina auch. Bill Kerman ist ein Techniker und Bob Kerman ist ein Wissenschaftler. Und am Anfang brauchen wir auch nicht mehr. Sondern eigentlich fangen wir jetzt erstmal an, die erste Rakete zu bauen, oder? Ja. Also los, gehen wir in die Fahrzeugfabrik. Das lädt jetzt ein bisschen. So, hier sind wir in so einer Art, hier sind wir so ein Bauraum. Am Anfang haben wir nur sehr, sehr wenige Teile, wie ihr sehen könnt. Wir gehen mal durch alle Kategorien durch. Übrigens, ich habe das Breaking Ground DLC, aber ich werde es versuchen nicht zu benutzen, damit auch, falls ihr auch, wenn ihr es, auch wenn ihr das DLC nicht habt, damit ihr es spielen könnt. Ihr seht, wir haben fast gar keine Teile am Anfang und es ist an uns, daraus was Schönes zu bauen. Die Startrakete ist eigentlich immer, man nimmt eine Kommandokapsel, da passt ein Kirby rein. Und dann packt man da drunter einen Festtreibstoffbooster. Der benutzt Festtreibstoff, zündet den an und dann kommt hier unten sehr viel Gas raus, was uns nach oben treibt. Am Anfang, dann werden wir natürlich erstmal einen Fallschirm wieder drauf machen, weil wir werden da hochfliegen. Und wenn wir dann wieder runterkommen, möchten wir auch bitte landen, und zwar weich. Wir werden einige Flossen dran machen, damit die Rakete nicht irgendwelche seltsamen Akrobatik-Stunts in der Luft macht. 4 an der Zahl. Und wir werden ein Experiment namens Mystery Goo machen, also der mysteriöse Schleim.
Über diese Einheit stolperten unsere Techniker, als sie den Müll durchwühlten, als sie alternative Anwendungen für vorhandene Technologien suchten. Das ist ein bisschen, ist ein Experiment. Ihr könnt hier unten habt ihr Symmetrie. Das heißt, wir könnt hier draufklicken. Da könnt ihr zwischen verschiedenen Symmetriearten wählen. Wir haben erstmal Einzelsymmetrie, das heißt, hier ist nur ein einziges auf einer Seite. Wir können Zweier-Symmetrie wählen, das ist auf beiden Seiten und so weiter und so fort. Wir werden erstmal zwei Missile Booster dran klatschen. Und das war die Rakete eigentlich. Hier unten haben wir übrigens unseren Staging-Stapel. Da habt ihr halt die Reihenfolge, in der verschiedene Komponenten eures Teils ausgelöst werden. Am Anfang haben wir das Triebwerk und nachher können wir hier den Fallschirm auslösen. Und das ist eigentlich alles. Wir nennen das einfach mal die Flopnik 1. Am Anfang hat man immer so schöne Namensideen und irgendwann wird es einfach nur ein Wirrwarr von Namen. Passiert mir ja auch immer. Und das ist die Rakete eigentlich. Lass uns einen Körbel reinstecken. Jebediah wird erstmal fliegen. Speichern wir ab und starten wir. Übrigens hier unten haben wir eine VIB, können wir mit dem Mausrad, können wir hoch und runter scrollen. Mit der rechten Maustaste können wir die Kamera drehen. Und mit Shift und Maustaste können wir rein und raus zoomen. Also gut, dann beginnen wir. Starten wir die Rakete. Lädt es ein kleines bisschen. Und gleich, nach einiger Zeit, wird dann unsere Rakete auf dem Startrampe stehen. Auf dem Startrampe, ja, super, super Wortwitz. Ah, da stehen wir, perfekt. Ihr werdet immer sehr viele Sachen sehen, die euch sehr verwirren könnten. Das ist durch unsere Rakete. Hier unten sehen wir Jebediah, der hat entweder, das ist halt die Hauptfarbe von dem, aber er hat einfach nur sehr viel in der Zentrifuge gesessen und ist ein bisschen schlecht, keine Ahnung. Hier ist unser Staging-Stapel wieder. Hier oben sind einige Apps, so nennt das Spiel sie. Aber die sind erstmal nicht wichtig. Erstmal wichtig ist hier vor allem unser Navball. Das ist eine Kugel, mit der ihr sehen könnt, in welche Richtung ihr fliegt und noch einiges mehr. Außerdem habt ihr da zwei Schalter, RFS, was es ist, kommt später, und SAS. Ich würde euch empfehlen, SAS anzumachen, damit Jebediah, unser Pilot, das Raumfahrzeug ein wenig stabilisieren kann, dass es nicht einfach überkippt. Aber abgesehen davon gibt es eigentlich nicht viel zu machen, da hinten ist das Weltraumzentrum. Also drückt die Space, um die Rakete zu starten. Ab geht die Post. Und da geht's los. Ihr seht, hier ist ziemlich viel Power drauf. Wir haben hier eine Kraft von 9G, was Jebediah wahrscheinlich, was ein echter Astronaut nie aushalten würde. Aber Jebediah ist ja ein Profi, der kennt das. Hier haben wir übrigens, können wir das Experiment ausführen, der mysteriöse Schleim. Wenn wir mal direkt beobachten, mit dem Rechtsklick könnt ihr es auswählen. Und los. Es öffnet sich. Der Schleim wackelt und schwabbelt herum, während das Raumfahrzeug fliegt. Ja, das haben wir. Wenn wir das Experiment behalten, also wenn wir jetzt auf, klicken auf den gleichnamigen Knopf. Und dann können wir eigentlich schon mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir es bis zum höchsten Punkt der Atmosphäre kommen. Wir können direkt mal unseren. Wir sind jetzt, glaube ich, langsam. Wir bremsen jetzt langsam wieder ab. Wir können ja mal gucken, ob wir schon in der hohen Atmosphäre sind. Nein, nicht, aber dann, wenn wir das ist, dann können wir das Experiment zurücksetzen. Dann werfen wir also die Daten weg. Und so. Übrigens, Mystery Goo ist eine besondere Sache, denn dieser Mystery Goo, der kann. Die kann man nicht immer wieder durchführen, den muss man zurücksetzen, das ist von einem Wissenschaftler. Apropos, ich fall gerade übrigens wieder zurück zum Körbeln. Hier haben wir übrigens ein sehr, sehr seltsames Symbol auf dem Navball. Das ist das Symbol in die Richtung, in der wir rückwärts fliegen, also retrograd. Und deshalb können wir eigentlich nicht mehr viel tun, außer warten und runterfallen. Wir können direkt mal unser Fallschirm auslösen, indem wir nochmal Space drücken. Da ist er. Und ihr seht, dass wir jetzt wieder langsam wieder anfangen abzubremsen. Wir können SAS übrigens ausmachen mit T. Und dann bleibt es eigentlich nichts anderes übrig, als zu warten. Wir fallen langsam runter, wie ihr erkennen könnt. Wir können übrigens noch ein anderes Experiment ausführen, nämlich den Crewbericht. Hier, den Brennmetriker ausführen. Die Küste sieht einladend aus und du schaust zu, wie die Wellen an dem Strand brannten. Naja, sieht gut aus. Das werden wir auch behalten erstmal. Können wir SAS wieder aktivieren, damit wir halt nicht so runterfallen. Und dann können wir unsere Rakete wieder. Naja, wir werden übrigens kopfüber runterfallen. Das ist ein bisschen blöd. Übrigens, unser Fallschirm ist nur halb entfaltet. Der wird sich noch weiter entfalten. Und zwar bei ungefähr 1 Kilometer Höhe. Ich hoffe mal über den Boden übrigens. Wir sind gerade bei 2 Kilometern. Wir fallen übrigens ziemlich schnell. Ich hoffe mal, dass der das macht.
Übrigens, das ist ein anderes Symbol. Das ist der Retrograde-Marker, der Prograde-Marker, nee. Der zeigt uns an, in welche Richtung wir geradeaus fliegen. Und wir kommen ziemlich. Nun ja, es wird knapp. Es wird auf jeden Fall knapp. Wir sind hier. Hi. Oh, so, wir bremsen ein bisschen mehr ab. Das wird extrem knapp. Und wir sind explodiert. Ist aber gar nicht so schlimm, weil unsere Kapsel ist immer noch intakt. Und wir können jetzt hier unseren Mystery ausführen. Das ist eine andere Situation, nämlich gelandet. Der Schleim sammelt sich auf der Seite des Behälters, die zum Wasser zeigt. Das werden wir auch behalten. Dann werden wir Jebediah mal aus der Kapsel rausschicken. Mit dem EVA-Button drücken. Und dann haben wir hier so einen schönen Astronauten. Wir können hier, das von außen. Wir können übrigens einen EVA-Bericht durchführen. Es wäre wohl kein Raumanzug nötig gewesen, um hierher zu kommen. Naja, und da kann Jebediah, kann einfach die kann übrigens jetzt wieder einsteigen. Und wenn wir jetzt versuchen, einen neuen Crew-Report zu machen, dann haben wir ein bestehendes Experiment-Crew-Bericht. Das ist natürlich nicht so vorteilhaft. Wir wollen ihn nicht überschreiben, wir wollen ihn behalten. Es gibt aber einen Trick. Wir gehen nochmal auf EVA. Und dann nehmen wir hier die Daten aus dem Ding. Und dann gehen wir wieder rein. Und wenn wir jetzt Crew-Bericht machen, geht das wieder. Das ist ein kleiner Trick. Und jetzt können wir übrigens nochmal die Steuerung für das Raumschiff ausprobieren. Mit Q und E rollt ihr. So. Und dann mit W und S, sieht man jetzt nicht so gut, kann man auf und ab kippen. Und mit A und D kann man zur Seite kippen. Also das ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, weil schwer zu sehen, weil man jetzt natürlich auf dem Boden liegen. Aber abgesehen davon können wir eigentlich schon wieder jetzt das Raumfahrzeug bergen, indem wir hier über diese Höhenanzeige geht hier auf Raumfahrzeug bergen. Hätte es wieder ein kleines bisschen. Also, ja, es lädt ziemlich lange. Und da fängt es hier an, die ganzen Triller-Sounds und so. Jetzt bekommen wir so ein Fenster, wo wir hier die ganzen Daten sammeln. Wir haben, glaube ich, insgesamt 28 Wissenschaft. Wir haben Teile geborgen. Da kriegen wir jetzt teilweise Geld zurück. Und wir haben Jebediah Kerman wieder geborgen. Wir haben hier unten, nein, das ist hier so eine 1. Und wenn Sie die Nachrichtenfenster, da können Sie hier draufdrücken auf die ersten Meilensteine der Welt. Und da ist dann hier ein paar Rekorde. Wir haben den Geschwindigkeitsrekord gebrochen, wir haben unser erstes Raumfahrzeug gestartet und sowas. Wie dem auch sei, wir gehen kurz noch kurz ins Missionszentrum, wo wir hier so ein paar Verträge haben. Wir wollen ein Komma aus der Atmosphäre. Das ist ein Vertrag, weil wenn wir den abschließen, bekommen wir 32 Geld, Bugs, keine Ahnung, und 4 Science Points und ein bisschen Ruf, Reputation, keine Ahnung, was es ist, den wir annehmen. Und wir werden Umkreise Kerbin machen, was wir auch machen. Okay, das war's. Wir können jetzt erstmal zu R&D gehen, zum Forschung und Entwicklung. Und da können wir jetzt, haben mit 28 Science Points ziemlich viel Freiraum, irgendwas zu machen. Wir holen uns ein Flüssigtreibstofftriebwerk, was anderes als ein Festtreibstofftriebwerk. Ein Treibstofftank. Und das ist ganz witzig. Das nehmen wir uns. Und wir holen uns die Grundlagen des Ingenieurswesens. Da kriegen wir einen Entkoppler, ein neues Experiment, eine Antenne und noch eine andere Antenne. Die werden wir auch nehmen. Noch 18 Wissenschaftspunkte übrig. Wir können da uns eigentlich Stabilität holen. Da kriegen wir so einen Entkoppler. Wir nehmen uns aber Überleben. Da kriegen wir ein Hitzeschild, noch ein neues Experiment, ein Landebein. Wartungsbucht und vor allem neue Fallschirme. Das nehmen wir direkt mal. So, und mehr können wir uns dabei erstmal nicht kaufen. Ich glaube, es wird Zeit, unsere zweite Rakete zu bauen. Wir gehen wieder in die Fahrzeugfabrik. Nach ein wenig Ladezeit sind wir da mit unserer alten Rakete. Wir werden jetzt eine neue erstellen. Wir holen uns wieder eine Kommandokapsel Marke 1. Wir können die übrigens ändern. Wir können die rechtsklicken, dann können wir hier so ein paar Sachen ändern. Ich würde gerne ein anderes Aussehen von der Rakete. Wir nehmen uns also hier die Variante weiß. Ah. Oder grau und weiß. Ne, weiß ist schön. Wir klatschen wieder einen Fallschirm drauf. Wir haben jetzt hier ein paar andere, die neuen Fallschirme, die wir uns freigeschaltet haben. Und jetzt nehmen wir uns was Neues. Wir nehmen uns nämlich Flüssigtreibstofftanks. Flüssigtreibstofftriebwerke haben die witzige. Nehmen wir das Schwenkertriebwerk übrigens.
Bei Flüssigtreibstofftriebwerken, die kann man wieder zünden und das Schwenkertriebwerk kann man auch lenken. Bei Festtreibstoffboostern, die zündet man einfach und die fliegen und das war's. Übrigens, bei unserem Staging ist hier was passiert, nämlich wir würden das Triebwerk und den Fallschirm gleichzeitig zünden. Was eine ziemlich blöde Idee ist. Darum klickt ihr mal hier unten auf dieses Plus-Symbol und schiebt dann das Triebwerk eine Stufe runter, sodass wir den Fallschirm erst nachher auslösen. Ich habe das Gefühl, aber das hier ist ein bisschen wenig Treibstoff. Wir werden jetzt also mehr Treibstoff nehmen. Mehr, mehr, mehr. Also zack, noch ein. Mit Alt und Klick könnt ihr das kopieren. Das machen wir nochmal. Und wir nehmen uns nochmal 5, glaube ich. 5 ist eine gute Idee. Oder 6. Da packt ihr das Triebwerk wieder drunter. So. Wir machen jetzt wieder ein paar. Wir können die Varianten bei den Treibstofftanks auch ändern. Da. Na, die Rakete sieht so scheiße aus. Egal, die nennen wir Flop Nick 2. Nein, nicht. Ich wollte keinen Punkt. Und die speichern wir ab. Jetzt, ich bin sicher, ihr könnt die Rakete schöner machen als ich. Ich hoffe es jedenfalls. Jetzt nehmen wir eine Vierer-Symmetrie. 1, 2, 3, 4. Und klatschen jetzt da paar Finnen dran. Okay, wir werden jetzt die ganzen neuen Experimente nehmen. Und zwar wieder zwei Mystery Goose. Ihr könnt die Symmetrie auch ändern, indem ihr X drückt. In dem Zweier-Symmetrie. Wir nehmen ein Barometer Press Mat. Davon nehmen wir auch zwei, erstmal. Und zwei Thermometer zu heiß. Ihr solltet dabei darauf achten, dass eure Rakete symmetrisch ist. Wenn ich sonst überkippen könnte, was wollen wir das, wenn nicht wollen? Hier haben wir einen Treibstoff. Hier, das ist übrigens diese Zahl da, das ist Delta V von eurer Rakete. Das bedeutet, diese Zahl ist, wie stark eure Rakete sich da, wie viel Geschwindigkeit eure Rakete mit dieser Stufe aufnehmen kann. Das heißt, die Rakete kann sich sozusagen um 1710 Meter pro Sekunde schneller beschleunigen mit dem einen Triebwerk da. Wird zwar nicht immer genau so viel sein, aber es gibt im Internet viele Delta-V-Maps, die dann euch zeigen, wie viel von diesem Delta-V ihr braucht, um von anderen Planeten zu anderen Planeten zu kommen oder so. Das später. Aber ich glaube, wir können mal hier auf die Checkliste gucken, was wir noch haben. Bisher haben wir so eine Teilebegrenzung. Das heißt, wir können nicht so viele Teile bauen, wie wir wollen. Wir haben maximal auf 30. Aber hier haben wir gerade nicht viel Neues. Also können wir das schließen. Packen wieder Jebediah rein. Ist er da? Ja. Und das könnte. Das war's eigentlich, oder? Ja. Starten wir. Übrigens mit F5 könnt ihr Quick saven. Das zeige ich euch mal. Wie man das jetzt macht. Also wir la la lassen das Spiel jetzt kurz laden. Da sind wir. Jebediah. Wieder unser Pilot. Wir können jetzt Quick Save mit F5. Dann steht der schnell speichern, wie ihr seht. Und dann können wir eigentlich schon mal starten. Wir werden wieder SAS anmachen mit T. Und dann werden wir heute ganz, dieses Mal ganz sicher auf die Höhenanzeige achten. Denn die Atmosphäre von Kerbin endet bei 70 Kilometern. Und da wir aus der Atmosphäre entfliehen müssen, hier mit, das ist euer Contracts-Fenster, mit euren Verträgen, entkommen wir der Atmosphäre. Durchbricht die Atmosphäre, indem du ein Raumfahrzeug auf eine Höhe von 70.000 Metern bringst, um dieses Ziel zu erreichen. Dafür braucht man ein bisschen mehr Treibstoff und dafür haben wir jetzt diese hässliche Rakete. Und wir können direkt mal, ja, wir können, übrigens, euer Flüssigtreibstofftriebwerk könnt ihr Schub regeln. Also könnt ihr mit Shift könnt ihr mehr Schub drauf geben und mit Steuerung könnt ihr weniger Schub drauf geben. Wir wollen aber erstmal vollen Schub. Also machen wir Y. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen viel ist, deswegen, wenn wir jetzt mal auf die Stufe hier rechts klicken, sehen wir unser Schubgewichtverhältnis, was bei 2,8 ist, was ein bisschen viel ist. Ich regle das mal ein bisschen runter, so zu, ja, halber, zwei Drittel Schub sollten reichen, oder am besten so halb. Halb, ja, halb ist gut. Und dann, lass uns starten. Mit Space könnten wir das Triebwerk zünden. Und da fliegen wir. Ihr seht, dass es hier ganz gemächlich hochgeht, sozusagen. Und ihr könnt eure Rakete jetzt langsam
könnt ihr einen Gravity Turn machen, indem ihr eure Rakete langsam mit D nach Osten kippt. Was ist der Sinn dahinter? Nun ja, Kerbin dreht sich auch nach Osten. Und wenn ihr nach Osten fliegt, ergibt euch diese Eigendrehung so ein bisschen extra Schub, so 100, 200 Meter pro Sekunde extra Geschwindigkeit. Was wir wollen. Und jetzt fliegen wir langsam. Übrigens, wenn ihr jetzt Jebediah auf EVA schicken wollt, könnt ihr nicht, da ihr euer Astronautenzentrum nicht abgegradet habt. Ihr könnt auch übrigens in die Sicht von Jebediah gehen, hier Innensicht, dann seht ihr, wie es in dem Cockpit aussieht. Ich glaube übrigens, könnt eure Rakete ein bisschen mehr drehen. So. Wird darauf wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir im Ozean landen, was perfekt ist. Und ich guck mal, wir können schon mal werden langsam schneller. Übrigens, wenn ihr hier draufklickt, könnt ihr eure Apoapsis sehen, also euer Höchstpunkt eurer Umlaufbahn, der gerade bei 30 Kilometern ist. Wir wollen es auf 70 Kilometer bringen und wir hoffen mal, dass wir das hinkriegen. Ansonsten muss ein bisschen mehr Power drauf. Ihr seht, wir werden immer, immer, immer schneller. Wir können übrigens unseren Schub ein bisschen runterregeln. Wir sind bei 3,5. So, ist dann wieder 1,75. So, 70, wir kommen bald an die 70 Kilometer ran. Wir können es ein bisschen mehr nach Osten drehen, mit D übrigens. Und da haben wir 70 Kilometer. Juhu, wir sind im Weltraum. Wir können eure Rakete jetzt noch ein bisschen mehr drehen, damit wir weiterfliegen. Und jetzt haben wir gleich unser Treibstoff aufgebraucht. Und da können wir direkt mal ausschalten. So, jetzt haben wir keinen Treibstoff mehr. Ich habe gerade einen sehr blöden Fehler gemacht, ist mir aufgefallen. Ich habe vergessen, da einen Entkoppler ranzunehmen. Ziemlich blöde Idee. Da ist auch gut, da können wir nämlich einmal kurz hier eine neue Sache und können wir Special machen. Wir können Escape, können wir pausieren. Dann setzen wir unseren Flug zurück. Und zwar auf Fahrzeugbau. Was ziemlich blöd ist, weil ich habe gerade bemerkt, dass ich vergessen habe, einen Entkoppler anzubringen. So ein Entkoppler kann halt hier die Rakete so ein bisschen abtrennen. Was ziemlich hilfreich ist, denn unsere einer Fallschirm da oben wird nicht die ganze Rakete tragen können. Und wir werden ziemlich hart aufknallen. Wir machen einen Koppler rein, da wird die ganze Rakete abgetrennt und nur die Kapsel kommt wieder runter. Also packen wir es wieder dran. Und gucken, dass wir hier die Stufe wieder so richten, dass wir hier den Koppler in einer anderen Stufe haben. Aber nicht schlimm, wenn ihr es jetzt auch so gemacht habt wie ich, weil jetzt könnt ihr das nochmal ein bisschen mehr üben mit dem Fliegen. Ich habe mir außerdem überlegt, wir müssen nicht nach Osten fliegen. Noch nicht. Wir fliegen noch nicht in den Orbit. Wir können auch nach Norden fliegen. Oder nach Süden oder nach Osten. Weil dann im Osten gibt es andere Biome. Also andere Biome bedeutet dann auch halt andere Science-Punkte, mehr Science-Punkte. Und das bringt halt vielleicht auch ein bisschen mehr. Also Y drückt die T, so ist SAS. Und dann starten wir. Und diesmal fliegen wir nach Osten. Das heißt, ihr drückt, Schub regeln wir ein bisschen runter, ihr drückt A, um euch nach Osten zu drehen. Und da fliegen wir wieder, auf dem Weg wieder. Und jetzt fliegen wir erstmal los. Wir können wieder in unserem Manövermodus, können wir unsere Apoapsis sehen, also unseren höchsten Punkt, der unsere Umlaufbahn. Und jetzt heißt es eigentlich einfach nur warten. Ja, von innen könnt ihr übrigens auch sehen, wohin fliegt. Da ist auch so ein Navball innen drin. Und ihr seht sogar, ich weiß nicht, ob es so ist, dass man das da sehen kann. Und ihr seht eure Geschwindigkeit und Atmosphäre. Das ist so der Atmosphärendruck, den ihr gerade habt. Ja, und da unten seht ihr halt SAS an und so. Ihr könnt das Raumschiff tatsächlich von innen steuern. Es bringt aber irgendwie nicht viel, habe ich das Gefühl. So, wir können gucken, das Gewicht können wir ein bisschen Schub runterregeln. Und einfach abwarten. Wir fliegen jetzt nach Osten, das heißt, wir fliegen hier so über die Grasebenen und so. Und ich würde sagen, gleich haben wir es. Gleich sind wir hier auf 70 Kilometern. Wir können direkt mal ein paar Wissenschaftsexperimente machen, weil wir sind jetzt im Weltraum, in der Atmosphäre hoch über Körbeln. Der Schleim scheint immer kälter zu werden. Interessant. Dann werden wir einen Atmosphärendruckscan machen. Ja, irgendwelche Copy-Paste-Texte und einen Temperaturscan. Und da haben wir da wir auch so einen Copy-Paste-Text und wir können. Ich würde den Crewbericht erstmal im Weltraum machen, über 70 Kilometer, weil das ist vielleicht ein bisschen, gibt mehr Science. Wir können jetzt übrigens erstmal quick saven und dann können wir unsere Entkoppler abkoppeln mit Space. Tschüss Rakete, hast gut Dienst gemacht. Und gleich, wir werden auf 100 Kilometer Höhe hochfliegen
und dann in diesem Grasland landen. Hoffe ich. Und wir sind jetzt 70 Kilometer an. Wir haben den Weltraum erreicht. Wir kriegen ziemlich viele Kohle und so. Und außerdem, wir haben den Auftragsparameter erfüllt und den Auftrag abgeschlossen. Wir kriegen Kohle. Wir können jetzt mehr Wissenschaft machen. Wir können wieder unseren mysteriösen Schleim laufen lassen. Ziegenwissenschaft, es gibt schon richtig viel. Wir machen die Druckprotokollierung, was irgendwie nichts bringt, weil das Instrument zeigt nichts an, als wären wir in einem Vakuum. Aber es gibt Science, und das ist schon das Beste. Temperaturscan machen wir. Acht Wissenschaft. Und wir machen einen Crewbericht. Es scheint, als wären wir jetzt im Weltraum. Der Himmel liegt größtenteils unter uns. Und seht euch diese Aussicht an. Das ist eigentlich ganz schön. Also, ihr könnt natürlich meinen, oh, es buggt da irgendwie unten rum, unsere Triebwerksstufe. Ihr könnt übrigens, könnte vielleicht scheiße aussehen, könnt ihr meinen. Aber es gibt Mods, mit denen ihr das ziemlich viel besser machen kann. Ziemlich schöner aussehen lassen könnt. Ich werde euch einige Mods von diesen zeigen. Jetzt können wir übrigens auch unsere Rakete drehen. Also mit A könnt ihr nach Osten, also von hier aus gesehen links rum, von D rechts rum. Mit W könnt ihr euch nach Norden drehen, also von hier aus gesehen nach vorne. Mit S nach hinten. Mit Q könnt ihr euch so, könnt ihr rechts rum drehen, mit E links rum drehen. Aber übrigens, hier sehen wir sehr viele Symbole. Das ist unser ProGate-Marker. Er zeigt an, in welche Richtung wir fliegen. Und wenn wir es hier mit dieser orange Ding da auf dem ProGate-Marker zeigen, dann zeigen wir dahin, wohin wir fliegen. Wenn wir auf den Red ProGate-Marker zeigen, zeigen wir in Richtung, wo wir hergekommen sind. Es gibt noch diese blauen Marker und so, die kommen aber später. Wir sind jetzt auf dem höchsten Punkt unserer Umlaufbahn und fallen jetzt wieder zurück zum Planeten. Also drehen wir es auf den Retrograde-Marker, damit wir möglichst viel Luftwiderstand haben, weil unsere flache Seite von unserer Kapsel dann hier unten ist. Und dann heißt es eigentlich einfach nur abwarten. Aussicht genießen. Mal mit Jebediah gucken, wie es bei ihm so geht. Ziemlich viele Sterne. Hier gibt es übrigens Brettspiele, Süßigkeiten, Wissenschaft, Zahnbürsten und Wäsche. Auf der anderen Seite Nahrung, keine Nahrung, Teile, Luft und mehr Wissenschaft. Sehr spannend. Also, drehen wir mit A, dreht euch wieder auf den. Ich drehe mich gerade mit A auf den Retrograde-Marker. Und ihr könnt übrigens, wenn es euch das zu lange dauert, könnt ihr Time warpen, indem ihr entweder hier auf MZ drückt, ihr könnt hier Zeit mal 5, Zeit mal 7 und sowas vorspulen. Oder ihr drückt Punkt. Mit Punkt könnt ihr einmal eine Stufe weiter. Und mit Komma geht ihr eine Stufe wieder langsamer. Ich würde es erstmal ein bisschen vorspulen, damit wir ein bisschen schneller runterkommen. Ihr seht es. Und wir werden jetzt viel schneller. Jebediah guckt, staunt ziemlich viel. So, ich ein bisschen langsamer. Wir drehen uns mal wieder in Richtung Retrograde. So. Übrigens, ihr könnt euren Fallschirm im Vakuum nicht ausfalten. Da wird einfach nur blau und aktiviert sich sozusagen. Und ich drehe wieder Atmosphäre ein. Juhu! Wir haben den Landedistanzrekord von 32 Kilometern gebrochen. Tschicka. Also, Jebediah, viel Spaß. Wir werden jetzt ein bisschen Geschwindigkeit haben. Yes! Gas, gas, gas. I'm gonna step on the gas tonight. Wer kennt das Meme? Wir kommen jetzt wieder runter. Wir kommen ziemlich schnell wieder runter. Wir haben schon 1 Kilometer pro Sekunde, was ungefähr 3600 Stundenkilometer sind. Also, guck mal, da oben hängt der Mond. Also der eine Mond von Kerbin. Das ist nicht das Sonnensystem. Schaut mal, wir bekommen jetzt übrigens langsam ein bisschen, werden übrigens ein bisschen heiß jetzt. Das ist so, weil unser Raumfahrzeug kommt so schnell, dass die Luft einfach gar keine Zeit mehr hat, wegzugehen, die Luftmoleküle. Und die klatschen einfach nur gegen das Raumschiff und werden dabei verdammt heiß. Und wir werden jetzt irgendwie langsamer. Und irgend gleich können wir, wenn wir langsam genug sind, können wir unseren Fallschirm zünden mit Space, mit der Leertaste. So, wir können ihn gleich zünden. Und los. Gezündet. Wir werden jetzt aus einem anderen Biom landen. Das heißt, wir können noch mehr Science machen. Übrigens könnt ihr diesen Flug so oft machen, wie ihr wollt, und immer in andere Biome fliegen, um ein bisschen mehr Science zu machen. Das werden wir auch gleich nochmal machen. Wir werden nämlich, glaube ich, gleich zu den Polen fliegen, habe ich das Gefühl. Das wird bestimmt lustig. Da unten ist übrigens unsere Unterstufe aufgeschlagen. So schöne Explosionssounds. Und Jebediah, wir können übrigens unsere Höhenanzeige ist gerade über normal 0. Wir können die auch über die Landschaft, also über den Terrain stellen. Es sind aber nur 3 Kilometer. Und jetzt können wir einfach ein bisschen abwarten.
Himmel ist wieder schön blau geworden und da hängt der Moon. Den wir, glaube ich, im nächsten Video besuchen werden. Bestimmt lustig. Wir können SAS jetzt ausmachen, weil es bringt es eigentlich nichts. So, und wir kommen runter und bei 1 Kilometer entfaltet sich der Fallschirm ganz. Und zwar jetzt! Das Kurs ist wieder breiter und er bremst uns immer mehr ab. Obwohl es jetzt ein bisschen knapp wird, habe ich das Gefühl. Ah, das passt schon. Wir sind ganz schnell unterwegs. Wir sind verdammt schnell unterwegs. Das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut! Ja, und das ist natürlich nicht so schön. Aber wir werden einfach mal auf den Fahrzeugbau zurücksetzen und mehr Fallschirme dran klatschen. Naja. Nehmen wir hier mal die Radialfallschirme. Zwei von denen. Na, ich glaube, wir nehmen. So, da können wir. Aber machen wir einmal. Wo mache ich hier hin? Wir können einen hier drauf machen. Nein, das sieht absolut scheiße aus. Wir können einmal hier zwei Barometer dahin machen. Die können wir versetzen. Die versetzen wir auch. Da können wir den Schleim hier runtersetzen. Dann machen wir ein paar mehr Fallschirme rein. Ja. Das war blöd. Naja, ich mache jetzt mal kurz einen Cut und dann sehen wir uns, wenn wir wieder in die Atmosphäre eintreten. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich hier langsam, habe ich hier, trete ich gerade wieder Atmosphäre ein. Also, habe übrigens meine Quick-Safe-Regel direkt gebrochen. Ich habe nämlich wieder zum Start zurückgesetzt. Ach, vergesst aber die Quick-Safe-Regel. Naja, wir treten es wieder ein. Und der Brian kann es wieder warten, den wir so wundersam wiederbelebt haben. Ihr könnt auch übrigens in der Atmosphäre vorspulen. Da könnt ihr ist halt ein bisschen weniger vorspulen. Ihr könnt maximal mal 4 vorspulen. Das können wir jetzt auch mal machen. Es ist jetzt ein bisschen schneller. Übrigens seht ihr, dass hier alles viel schneller ist. Das ist halt einfach so, dass dass dann alle Physikprozesse vom Spiel halt nochmal simuliert werden. Also vorgespult simuliert werden. Das geht ein bisschen auf die CPU drauf. Und es kann auch ein paar Bugs hervorrufen, die euer Schiff zerlegen können. Und weswegen ich eigentlich Quicksave aktiviert habe. Aber egal. Wir werden jetzt ziemlich schnell, ziemlich langsam. Und wir können unsere Fallschirme aktivieren. Hoffe, die reichen jetzt. Und spulen wieder vor. Da unten ist unser Triebwerk explodiert. Guck, unsere Rakete fängt auch ein bisschen an zu wackeln. Eben wegen diesem Physics Time Warp, wie man ihn nennt. Und dann weiter vorspulen. Ihr seht, es fängt auch ein bisschen an zu laggen. Halt wegen dem, weil es so viel auf die, weil es auf den Prozessor geht. Dann schreibt man übrigens mal hier runter. Und sehen. Das ist ein Stein. Das ist ein Stein, oder? Ein Stein. Auf jeden Fall ist da jetzt 1 Kilometer. Wir bremsen ab. Sehr schnell, sehr viel. Und sind jetzt auf angenehm 8 Meter pro Sekunde, was, glaube ich, unsere Rakete, glaube ich, aushalten sollte. Dann gehen wir wieder runter. Bisschen Time Warpen. Bisschen blöd, dass die Mystery Goose hier so vorstehen, weil dann könnt ihr die Rakete ein bisschen umkippen, aber egal. Ich glaube, es ist jetzt nicht so schlimm. Mal ein bisschen vorspulen mit Komma, mit Punkt könnt ihr mehr vorspulen, mit Komma weniger. Ja, 100 Meter weg mit dem Time Warp. Wir kommen jetzt runter. Bin gespannt, welche Biomen wir sind. Ich war nämlich auch noch nie. Und wir sind gelandet. Ja, wir können direkt bei Jebediah aussteigen lassen. Können wir einen EVA-Bericht machen in Kerbins Hochland. Können den Helm vielleicht mal entfernen. Da. Jebediah. Hallo Jebediah. Wir klippen gerade übrigens ein bisschen durch die Kapsel. Wir können da hier mal die Daten aus dem Thermometer nehmen. Da. Daten nehmen. Und Daten nehmen. Und dann steigen wir wieder ein. Und können die Experimente nochmal laufen lassen. Temperatur. Druck. Und Crewbericht. Haben jetzt die maximale Wissenschaft gewonnen und können unser Raumfahrzeug jetzt bergen.
Ja. Bisschen gestreckt und gereckt. Und es lädt wieder. Da, eben was. Guck mal, 100. Was? 100 Wissenschaft? Lol. Das ist ein bisschen viel. Fühlt sich an wie Cheating. Jupiter hat keine IP erhalten, ist in den Weltraum geflogen. Hör auf. Wie dem auch sei. Lass uns mal. Wir haben jetzt unsere archivaktive Aufträge. Das ist noch Körper umkreisen. Und unsere Aufträge können abgeschlossen, alle verfehlt oder abgebrochen. Und wir sind aus der Atmosphäre reingekommen. Das ist super. Aber jetzt erforschen wir erstmal die Technologie, die nötig ist, damit wir in den Weltraum kommen. Wir holen uns hier allgemeines zur Raketentechnik, kriegen wir ein neues Triebwerk, fettere Booster und noch mehr Treibstofftanks holen wir uns. Wir holen uns Grundlagen der Wissenschaft. Da kriegen wir jetzt Batterien zum Beispiel, ein neues Experiment in Science Junior, ein Kühlmodul und eine größere Antenne. Außerdem kriegen wir unseren ersten Probe Core, also unsere erste Sonde. Aber der Duktischnick ist ein bisschen scheiße, weil der hat kein SAS. Das ist ein bisschen blöd. Aber das holen wir uns einfach mal, oder? Ich weiß nicht, wenn wir uns das holen. Weil eigentlich können wir uns auch die fortschrittliche Raketentechnik holen. Und dann kriegen wir ein neue Triebwerke und aus den Feuerwerke. Oder Stabilität, wir kriegen neue. Ja, wir holen jetzt erstmal die Grundlagen der Wissenschaft. Weil da kriegen wir erstmal, können wir mehr Science rausfarmen. Aber, natürlich ein bisschen blöd. Ich muss gerade überlegen. Ich wollte eigentlich erstmal in den Orbit fliegen. Dafür brauchen wir erstmal größere Treibstofftanks. Aber die haben wir ja schon. Das ist blöd. Wir könnten versuchen, in den Weltraum hoch über Körbe zu fliegen, da Wissenschaft zu machen. Also richtig viel. Und dann kommt wieder runter. Ich glaub, der Weltraum hoch über Körbe ist irgendwie. Ah, ich weiß nicht. Mit dem Terrier-Triebwerk, das ist ein anderes, das ist ein sehr effizientes Triebwerk im Weltraum jedenfalls. Oder, ich hole erstmal die. Ich hole erstmal die Grundlagen der Wissenschaft, glaube ich. Und dann holen wir uns die Flugsteuerung. Das ist viel zu hoch. Und Stabilität. Da haben wir nicht Seitenentkoppler. Und Winglets. Das mache ich jetzt erstmal. Und dann machen, fliegen wir in den Orbit. Let's go. So, neue Rakete. Flop, Nick 3. Beschreibung Orbit. Jetzt ist der Nick. Das ist Kommandokapsel Mark 1. Und da packen wir jetzt erstmal ein wenig Treibstofftanks runter. Wir packen übrigens auch ein paar. Wir machen erstmal. Ich glaube, wir machen da. Ja, wir machen erstmal ein Hitzeschild. Weil, wenn wir aus dem Orbit zurückkommen, sind wir viel schneller, als wenn wir von einem Suborbital. Wenn wir aus dem Orbit zurückkommen, sind wir viel schneller, als wenn wir von einem Suborbitalflug zurückkommen. Und deswegen holen wir, machen wir den Sub. Und das heißt, wir werden viel heißer. Und brauchen auch dafür ein Hitzeschild. Weil die Kommandokraft das sonst nicht aushält. Das sonst nicht aushält, ja. So. Da haben wir unser Hitzeschild. Der sieht ziemlich hässlich aus, aber dafür gibt es Mods. Packen wir da zwei Fallschirme drauf. So, zack. Wir packen kein Mystery Crew drauf, weil wir schon mal im Weltraum waren. Wir nehmen für das mal, dafür jetzt erstmal nur, wir nehmen nur Science Junior. Wo ist er? Wo ist er? Wissenschaft. Da packen wir eins, zwei. Für jede Situation eine. Das ist für den Weltraum. Für die obere Atmosphäre. Warte mal kurz. Ich muss mal hier kurz mal den Astronautenkomplex upgraden. Weil wir müssen EVAs im Weltraum machen, also Außenbordeinsätze. Damit wir da aus den Mystery Goose die Daten rausnehmen können. Kann ich den upgraden? Wir können ihn upgraden. Ja, 75.000. Wir haben genug Geld, scheint mir. Zack. Das kostet 75.000. Ah, das ist ein bisschen viel. Da müssen wir noch ein bisschen mehr Money verdienen. Haha. Guck mal, ob wir vielleicht irgendwelche Missionen machen können. Den Flug über Kerbin. Na, das ist nicht so. Hammer im Orbit um Kerbin.
keine Missionen gerade. Was habe ich jetzt gerade? Ach ja, also, weil dann können wir da jetzt die ganzen Science Juniors ran machen. Vier an der Zahl, die sind aber auch ziemlich schwer. Die wiegen, glaube ich, 0,2 Tonnen. Aber wenn wir jetzt die Medaille aus der Kapsel rausholen und die Daten da rausnehmen, können wir da ein bisschen Science mitmachen. Da packen wir jetzt erstmal sehr viel Treibstoff drunter. Also ich gucke erstmal, ich glaube, wir müssen eine Teile-Limit, wir kratzen, werden wahrscheinlich mit Teile-Limit ein bisschen kratzen, aber wir können die Variante auswählen. Traversenbefestigung und Extras. Nein, wir nehmen erstmal Mantel. Also ein bisschen Headset, ein bisschen zurechtdrücken. Wir haben jetzt schon ordentlich Teile, aber wir können jetzt erstmal direkt mal unseren größeren Winglets nehmen. Zack. Die sehen ein bisschen überdimensioniert aus. Aber das hat 3000 Delta V. Sollte reichen. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Wir werden eben sowieso noch ganz viel Rakete rumbasteln. Also packen wir uns. Den Koppler haben wir. Ja, passt. Na, können wir da, wenn wir da sowieso nur Daten haben, können wir uns auch einfach einen Fallschirm dran klatschen. So. Dann klatschen wir ein paar Booster dran. In der Kirby Space Program Community gibt es ja das Motto More Boosters. Einfach mehr Booster dran klatschen, dann wird das schon irgendwie funktionieren. Naja, ich bin da eher kein Fan von. Ich baue eher realistische Raketen. Na, natürlich sehr klassisch. Also, was heißt klassisch? Ich bin da sehr neu. Modisch sozusagen. Die Booster kann man ein bisschen rumschieben. Mit zwei Symmetrie habe ich da reingebaut. So. Können wir das hier so machen, dass das hier direkt. Wenn wir den Seitenkoppler abkoppeln, direkt auf das Triebwerk gezündet wird, dann packen wir dabei Aerodynamik, so eine Bugnase drauf. Macht die weiß. Boah, sieht so scheiße aus. Können wir eigentlich ihre Booster lieber auf die Seite machen? Weil wir in die Richtung, wenn wir fliegen, in Orbit, damit es uns Kirby's Rotation extra Schub gibt. Um in den Orbit zu kommen, braucht man irgendwie 3600 Delta V. Oh, wir haben zu viele. Zu viel Masse auf der Rakete drauf. Warte mal kurz, ich guck mal kurz, ob ich das VAB upgraden kann, damit wir mehr Teile und mehr Masse bekommen. Oder das war die Startrampe, glaube ich, mit der Massebeschränkung. Ja. 50.000 können wir upgraden. Das VAB ist zu teuer. Schade. Aber gut. So. Jetzt ist die Rakete nicht mehr zu schwer. 140 Tonnen können wir jetzt. Und dann mehr Power, würde ich mal sagen. Wir brauchen mehr Power. Vielleicht einmal vier Booster dran klatschen. Das war ein bisschen besser. Ja, vier, dreimal X gedrückt. Das sieht so kacke aus. Ach, scheiße. Das Ding hat ein Schubgewicht von 2,41. Wir haben 28 Teile. Das ist ein bisschen wenig Spielraum. Mit 3000 einer von 1. Wir können ja unsere Delta V-Stats von Meereshöhe auf Vakuum stellen. Denn die meisten Triebwerke sind auf Meereshöhe weniger effizient als im Vakuum. Zap, zack, wir haben 3800 Delta V. Das sollte genug sein. Machen wir den Koffer kurz eine andere Stufe. Sollte genug sein, um in den Orbit zu kommen und zurück. Und alle unsere Mystery Goose zu machen. So. Jebediah fliegt mit. Schreiben wir. Und ich hoffe, dass ich keine Fehler gemacht habe. Gucken wir Technikerbericht. Nö, gar nichts. Wir können vielleicht auch den Monotreibstoff aus unserem Kapsel rausnehmen, um ein bisschen extra Delta V zu bekommen. Aber ich glaube, es wird auch so reichen. Wir können ein bisschen Rand optimieren noch, indem wir zum Beispiel die Booster-Schub anpassen. Denn die Dinger hier haben ein Schubgewichtverhältnis von 2,69. Das ist ein bisschen viel. Wir wollen bei so 1,3 ist ideal. Machen wir das mal. Das sind 0,97. Zu wenig. 1,18. 1,4. 1,36. Das passt. Und da oben ist, da können wir einfach die Schub runterregeln.
So, und das ist es. Da können wir beginnen. Zack, bumm. Auf geht's. Da kann ich euch direkt den Map-Screen zeigen, damit ihr euren Orbit ein bisschen besser planen könnt, wenn es geladen hat. Tick, zack, tick. Ah, da sind wir. Der Bleier, du bist heute ein wenig höher. Wow, wir klippen gerade in die Startrampe rein. Wow. Ja, also, was ist mit der Kamera los? Ja, also. Oh Gott, was war das? Können wir SAS anmachen? Dann können wir eigentlich quicksaven kurz und starten. Riecht der Wobbel schon ein bisschen rum. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Seht, unser Booster bringt uns schön schnell hoch. Wir können übrigens anfangen, unser Gravity Turn zu machen, indem wir jetzt D drücken, können wir es ein bisschen bewegen. Also, so war's der Plan. Aber ich glaube, die können jetzt einfach nur noch ein bisschen nach oben stoßen, die Booster. Können wir ein bisschen drehen. Übrigens, der Punkt, das ganze Drehmoment der Rakete herkommt, ist hier, in der Kommandokapsel. Und falls ihr dann zu viel Masse auf der Rakete habt, dann kann eure Kommandokapsel nicht ausreichen, um das Ganze zu drehen. Nur so als Info. Also eigentlich können wir es einfach nur abwarten. Wir können mal unsere Abwurfs ansehen. Wir fliegen in die falsche Richtung. Scheiße. So, das ist ein bisschen problematisch, habe ich das Gefühl. Das wird problematisch. Das wird problematisch, habe ich das Gefühl. Nur was, wenn wir einen Retrograde Orbit, also einen Umlauf entgegen der Drehrichtung von Kerbin. Ah, das sieht gar nicht gut aus. Oh, wir sind ganz schnell unterwegs. Ich glaube, das wird gar nicht gut aussehen. Und weg mit den Seitenboostern. Und an mit dem Triebwerk. Da können wir so erstmal unsere Umlaufbahn ein bisschen korrigieren. So, da können wir unser Missrig Materialuntersuchung durchführen. Versucht das ein bisschen hier so auf 90 Grad zu halten. Hier 22,5. Bis 2 ist ziemlich viel. Dann drehen wir so Rakete so ein bisschen, damit wir hier das steuern können. So, dass wir mit A in Richtung Ostwärts. Oh, wir fliegen ganz schön hoch. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir müssen unbedingt so in Richtung mit. Jetzt fliegen wir halt ein bisschen so, dass wir unsere. Hier haben wir die Map Screen. Wir fliegen ziemlich hoch, wie ihr seht. Jetzt schieben wir sozusagen unseren Orbit, schieben wir in Richtung, dass wir halt nicht so hoch fliegen. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mehr runter. Oh, jetzt. Das war gar nicht gut. Nein, 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 so wollte das nicht laufen. Sieht so aus, als hätten wir nicht genug Treibstoff gehabt und sind falsch geflogen. Aber das macht gar nichts. Mal können wir jetzt hier Science Junior machen. 25 Wissenschaft. Dann können wir hier einen Crewbericht haben wir, glaube ich, schon. Ja. Aber wir können jetzt Jebediah auf EVA schicken. Da ist er. Genießt die Aussicht. Da können wir hier einen EVA-Bericht machen. 8 Science. Und jetzt werden wir loslassen. Weil die Science Juniors werden jetzt hinter dem Entkoppler. Das heißt, sie werden verglühen, wenn wir nicht die Daten daraus holen. Das werden wir jetzt machen. Das heißt, Jebediah wird jetzt loslassen. Schwimmt jetzt im freien Weltraum rum. Wenn wir R drücken, um das Jetpack von dem anzumachen. Mit S könnt ihr euch vorbewegen. Mit W zurück. Also andersrum. Mit S könnt ihr rückwärts, also aus dieser Perspektive. Mit W könnt ihr vorwärts. Mit A geht ihr zur Seite. Mit D geht ihr zur anderen Seite. Also nach rechts jetzt. Mit Shift geht ihr hoch. Und mit Steuerung geht ihr runter. Da könnt ihr es ein bisschen benutzen, um euch ein bisschen rum zu manövrieren. Runter, runter. Runter. So. Nein, nicht. Caps Lock. So, ist abgebremst. Jetzt können wir die Daten nehmen. Oder? Können wir das? Ein bisschen näher ran vielleicht. Daten sammeln. So. Das Problem ist, aber Science Junior ist auch so wie Mystery Goo. Die können wir nur von einem Wissenschaftler nochmal erneut durchlaufen lassen. Aber es ist erstmal später. Jetzt sammeln wir die Daten. Und fliegen wieder zurück zu unserer Kommandokapsel. Zap. So, bisschen runter. Zap. Vorwärts. Das ist ein bisschen gefährlich gerade. Wir sind mitten im Weltraum. Fallen gleich wieder runter. F greift ihr. Mit B geht ihr wieder an Bord. Quick Save könnt ihr. Und jetzt aber können wir einfach auch jetzt entkoppeln.
Tschüss Rakete und SAS anmachen, euch in Richtung Retrograde drehen. Noch fliegt er halt noch hoch, wir sind auf 400 Kilometer. Warte. Oh mein Gott, wir hätten den Weltraum hoch über Kerbin. Also laden wir den Quick Save. Können wir den Material versuchen durchführen? In Nähe von Kerbin, nicht ganz. Ich glaube, aber gleich sind wir Weltraum hoch über Kerbin. Und da sieht die Sache nochmal ganz anders aus. Zack. 250 Kilometer waren es. Hoch über Kerbin. Wir kriegen 37 Wissenschaft. Und dann können wir jetzt ja wieder rausholen. Wir können einen Daten nehmen. Kommen wir wieder. Dann können wir einen EVA-Bericht machen. Einen neuen. Kriegt 12 Wissenschaft. Dann können wir loslassen. Nochmal ACS-Trackpack anmachen. Ranfliegen. Dann nehmen wir die Daten. Dann fliegen wir wieder in Richtung Kommandokapsel. Gehen ran. So. 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 Näher ran. Dann können wir greifen. Gehen wieder rein. Können einen Crew-Bericht noch machen. 7,5 Wissenschaft ist sehr rund. Also das, dafür haben die Menschen tatsächlich 1000 Jahre gebraucht. Und ja, wir haben es in 50 Minuten geschafft. So schnell geht's, was? Da können wir jetzt, glaube ich, wieder quicksaven, entkoppeln, SAS an mit T und in Richtung Retrograde drehen. So, und dann können wir eigentlich wieder, wir sind schon ziemlich schnell, aber es macht nichts. Jetzt heißt es abwarten. Da fliegt die Rakete wieder. Déjà-vu-Gefühl. Wie dem auch sei. Runter geht's. Wir fliegen noch sehr, sehr hoch. 93 Kilometer. Also schon wie... Und wir fliegen wieder ran. Wir fliegen runter. Ja. Ist ja gut. Und wir können, glaube ich, jetzt mal kurz ein bisschen Time-Off wieder runter. Richtung Retrograde drehen. Wir kommen auf der Nachtseite von Kerbin runter. Wird auch witzig. Ja, ist kein Lag-Spike gerade. So. Dann können wir wieder ein bisschen noch abwarten. Jebediah, dein erster Weltraumverzögerung war ja ganz nett, oder? Finde ich auch. Es laggt wieder komplett wegen dem Time-Warpen. So, wir sind jetzt auf 80 Kilometer. Wir können jetzt wieder Richtung Retrograde drehen. Dann unsere Richtung ein bisschen anpassen, sodass wir hier mit ein bisschen einfacher drehen können. Und 70 Kilometer, wir kommen runter, wir kommen ziemlich schnell unterwegs. Wir haben über 6000 Stundenkilometer drauf. Fast 2000 Meter pro Sekunde. Ja, es sind 2100 und es geht immer schneller. Und ihr seht, wir fangen richtig stark an zu brennen, weil die Luftmoleküle richtig unser Rauch, unser Gramm und total heiß werden dabei. Können wir gucken, ob wir SAS ausmachen können? Ja, das war jetzt keine gute Idee. Und wir bremsen jetzt relativ stark ab. Hier, wir haben jetzt 9G gerade. Jebediah, geht's dir gut? Da 15G, das ist ein bisschen viel. Wow, das ist ein bisschen viel Power drauf. Wir kommen ziemlich schnell, ziemlich heiß und ziemlich... Ich hoffe, wir kriegen den Fallschirm noch früh genug auf, weil wir sind jetzt schon ziemlich nah beim Wasser. Und Fallschirm öffnen. Weil wir sind jetzt ziemlich schnell runtergekommen. Und zwar in einem sehr flachen Eintrittswinkel, sodass wir nicht genug abgebremst haben. Aber wir haben es zum Glück noch geschafft. Und es wird Nacht auf Kerbin. In the Kerbin, the night the Kerbin, the lion sleeps tonight. Und dann kommen wieder Time Warpen. Übrigens, lasst gerne mal ein Abo da, weil ich habe bisher gerade 4 Abonnenten und ich weiß ja nicht, was ihr denkt, aber ich finde das ein bisschen wenig. Und es wäre sehr schön, wenn ihr mir da ein bisschen helfen könntet. Und wenn meine Abonnenten nicht alle Freunde wären. Ja. Traurige Wahrheit. Und unser Fallschirm öffnet sich gerade. Also wie gesagt, lasst gerne ein Abo da oder ein Like oder am besten sogar einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Und hilft ziemlich weiter. So, wir bremsen jetzt ziemlich stark ab. Was ist mit dem Fallschirm los? Warum sind wir so langsam? Was ist los? Warum so schnell unterwegs? Was ist da los? Och nee. Verdammte Scheiße. Was ist mit dem Fallschirm los?
Wird was? Wir können nicht. Wie ihr seht, ist Jebediah Kerman jetzt offiziell tot. Ruhe in Frieden. Wir können nämlich nicht zurücksetzen. Ah. Und das ist natürlich sehr deprimierend und natürlich ein herber Rückschlag für unser Programm. Ja, wir haben jetzt ziemlich viel Geld verloren. Das ist unangenehm. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Ich kann gerade nicht mehr. Also, sorry, ich weiß ja, aber ich versprochen, wir gehen heute in den Orbit, aber ich bin gerade ziemlich müde. Also, wahrscheinlich werde ich es morgen dann machen. Also dann. Bis morgen. Ja? Tschüss.